tosender Beifall für Siegjockey Eduardo Pedrosa und Turf Donner. Gerade hat die australische Stute den Henkelpreis der Diana in Düsseldorf gewonnen und damit 300.000 Euro Preisgeld für seine Besitzer. Der Sieg war überraschend, aber nicht unverdient. Ich hatte immer ein gutes Gefühl und dann merkte ich, wenn meine Stute macht den richtigen Satz. Und dann merkte ich schon, vielleicht kommen die ran, vielleicht nicht. Auch die letzten 200 Meter merkte ich schon, die kämpfte immer wieder weiter und sagte mal, das reicht schon. Das bedeutendste Stutenrennen Deutschlands, auch ein Pflichttermin für Manager Klaus Allofs vom VfL Wolfsburg. Beim Hauptrennen war er nur Zuschauer, hatte aber trotzdem gut lachen, denn sein Pferd Potemkin hatte bereits zuvor das zweite Rennen des Tages gewonnen. Klaus Allofs ist gebürtiger Düsseldorfer und verbindet viel mit der Grafenberger Rennbahn. Ja, ich bin ja schon seit, ich glaube, über 40 Jahren bin ich, aber noch länger eigentlich. Gerade hier auf dem Grafenberg habe ich früher mit meinem Großvater habe ich die Rennen besucht. Ich bin Düsseldorfer und ja, von daher ist das über ganz viele Jahre schon mein Hobby, mein Ausgleich zum stressigen Job. Und ja, heute kam noch dazu, dass eben das eigene Pferd gelaufen ist. Und wenn es die Zeit erlaubt, heute war kein Training und da war es einzurichten und dann mache ich das. Dann fahren wir auch 300 Kilometer oder noch weiter. Bei sommerlichen Temperaturen hatten mehr als 20.000 Zuschauer sichtlich Spaß, wetteiferten kräftig mit und genossen einen Galopprenntag mit vielen bunten Angeboten. Auch die kleinen Turf-Anhänger konnten sich austoben, volle Hütte im Kinderparadies. Für Präsident Peter Endres vom Düsseldorfer Rennverein wichtig, denn so kann der Nachwuchs schon früh für den Pferderennsport begeistert werden. Wir haben einen eigenen Kindergarten für ganz kleine Kinder. Da können Eltern ihre Kinder abgeben und können dann hier ihren Spaß nachgehen und dann sie später wieder abholen. Die werden gut betreut. Also wir machen sehr viel für die Familie, denn die Kinder entscheiden oft, wo es hingeht am Wochenende. Und deswegen ist das ganz wichtig. Nach dem Finale rundete die Siegerehrung auf dem Geläuf einen großartigen Renntag ab. Und zum Schluss hatten die Veranstalter noch gute Neuigkeiten. Hauptsponsor Henkel hat für weitere 5 Jahre seine Unterstützung zugesagt.